Seid gegrüßt, meine Schäfchen und meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Ich habe heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner heiligen Schrift für euch. Und für heute und zum Sonntag und in Offenbarung 8, in den Versen 6 bis 13 steht geschrieben: Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen rüsteten sich zu blasen. Und der erste blies seine Posaune, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geschleudert. Und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte. Und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune. Und etwas wie ein großer Berg wurde lichterloh brennend ins Meer gestürzt. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb. Und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune, und es fiel ein großer Stern vom Himmel. Der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasser und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil des Wassers wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben. Der vierte Engel blies seine Posaune, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne. Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme:
weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunenstöße, der drei Engel, die noch blasen sollen. Meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Es war heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner Heiligen Schrift für euch, für heute und zum Sonntag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.